Im Vorfeld war allen klar, dass man gegen den direkten Konkurrenten Altenholz einfach gewinnen müsse, um weiterhin eine realistische Chance auf Platz 10, den Relegationsplatz für die Qualifikation auf die eingleisige zweite Bundesliga zu haben. Doch dann das. In der letzten Minute macht Altenholz den Ausgleich, die Partie endete unentschieden, was für die Beavers einer Niederlage gleichkommt. Auch DRV-Präsident Thomas Zenger ist auf dem harten Boden der Tatsachen angekommen. Nach dem letzten Spiel müssen wir der Realität leider ins Auge sehen, dass wir im Moment unser Saisonziel nach dem jetzigen Stand nicht erreicht haben. Wir müssen auch der Realität ins Auge sehen, was passieren würde, wenn wir es bis zum Ende der Saison nicht erreichen können. Es sind nur 8 Spiele. 8 Spiele, von denen der DRV eigentlich keines mehr verlieren dürfte, und dabei stehen mit Hildesheim und Minden der Tabellenerste und Zweite auf dem Programm. Wie hoch die Chance sei, diese Gegner zu schlagen, vermochte auch Zenger nicht zu sagen, wohl aber, dass die Leistung jedes einzelnen Spielers eigentlich ausreichen müsste, und sieht genau da das eigentliche Problem der Mannschaft. Wenn man sich überlegt, da schießt ein Rudo mal 13 Tore, dann wieder nichts, dann schießt ein Lux mal 10 Tore, dann wieder nichts, dann schießt ein Panfil mal 5 Tore, dann wieder nichts, von den Außen ganz zu schweigen. Das alles ist natürlich etwas, was, wenn man es in Summe nimmt und jeder sein Leistungsspektrum abrufen kann, wir nicht da stehen müssten, wo wir heute stehen. Und das ist definitiv kein Trainerproblem, das ist definitiv ein Charakterproblem jedes einzelnen Spielers, und die müssen sich fragen, inwiefern sie selbst wollen, dass sie eigentlich zweitligatauglich sind. Fest steht, dass man sich im Präsidium schon über Plan B Gedanken macht, was passiert, wenn in der kommenden Saison dritte Liga gespielt wird. Man müsste hier versuchen, mit einer spielfähigen Mannschaft sofort den Wiederaufstieg zu erlangen, weil ansonsten wird es ganz, ganz schwer, die Mannschaft zusammenzuhalten und den Verein sozusagen auch im wirtschaftlich ruhigen Fahrwasser zu halten, weil wir natürlich von Anfang an darauf orientiert waren, über die attraktivere eingleisige zweite Bundesliga auch Sponsoren zu generieren, die uns unsere wirtschaftlichen Verpflichtungen dann letztendlich auch zu jeder Zeit bedienen lassen können. Noch betont aber auch Thomas Zenger, sei nicht aller Tage Abend, die Qualifikation nicht verpasst, und zeigte sich schließlich doch noch optimistisch. Wir hoffen und glauben, dass die Mannschaft erkannt hat, dass nun endlich ein Auswärtssieg her muss. Gegen Hildesheim wäre es sehr, sehr wichtig, und wir glauben immer noch daran, dass wir es schaffen.